Oh, hier ist Keilemann live, mittlerweile den 5.5.2024. Christian Eckerlin hat gerade gekämpft. Ja, Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast gegen Miroslav Brosch souverän gewonnen durch K.O. in Runde 2. Dein Fazit zum Kampf? Ich denke mal, der Plan ging voll auf bei dir, ne? Ja, ganz genau. Erstmal vielen Dank. Gameplan ist komplett aufgegangen. Wir haben gewusst, er kommt chemisch nach vorne. Ist ein sehr gefährlicher Kämpfer und von daher haben wir trotzdem alles richtig gemacht. War das geplant, der K.O.? Hast du gedacht, dass es über die Runden geht? Wir haben alle gedacht, es geht über die Runden. Wie war es bei dir? Ja, also als Kämpfer versucht man natürlich vorzeitig zu gewinnen, aber wenn es über die Runden gegangen wäre, ich bin topfit. Aber ich habe gemerkt, nach der ersten Runde, wo ich dann noch mal ein paar Mal die Führhand gezogen habe, hat er ein paar Mal gewackelt. Und von daher habe ich gedacht, okay, jetzt hole ich ihn runter und dann beende ich das auf dem Boden. Christian, das war mein erstes MMA-Event. Ich habe schon viele Boxen. Ja, will ich dir gleich sagen. Ich fand die Stimmung total krass und krank. Also wirklich, war im Gegensatz zu Boxkämpfen, muss man sagen, es ist unfassbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt das dritte Mal hier in der Festhalle gekämpft. Für mich war das trotzdem immer noch krasser wie in Köln vor 20.000. Hier in Frankfurt ist es viel kompakter und natürlich meine Heimatstadt viel, also ich will jetzt nicht sagen viel mehr Fans, weil die waren in Köln auch. Aber es ist hier kompakt. Die Stimmung ist hier wie ein Hexenkessel und ich denke, das war auch so ein Ding, wo er ein bisschen eingeschüchtert war. Ne? Er ist raus. Aber wie gesagt, das ist ein Sport. Man respektiert sich, das hat man ja auch jetzt gesehen oder nach dem Kampf. Wie gesagt, ich bin überglücklich, hier gewonnen zu haben und jetzt geht's zur Party. Christian, wir müssen noch über den 12. Oktober sprechen. Du bist ein großer Eintracht-Fan. Dein Traum geht in Erfüllung. Du kämpfst im Waldstadion am 12. Oktober vor 55.000 Fans gegen Christian Jungwirth. Man kann sagen, die beiden besten MMA-Stars vielleicht in Deutschland aktuell. Vielleicht. Was erwartet uns am 12. Oktober? Ein Feuerwerk, das ist mal sicher. Wir haben da zwei Kämpfer, die alles geben, alles reinhauen in den Kampf. Und von daher, was soll ich sagen, es wird ein kranker Kampf. Christian ist ein sehr guter Kämpfer, aber ich glaube, ich werde der König in Deutschland sein. Du hast ja gesagt, du wirst ihn umhauen. Also geht es auch wieder in der ersten, zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Runde durch K.O., oder? Wir sagen es mal so, wir werden unseren Gameplan verfolgen und dann denke ich, wird es vorzeitig sein. Was sagst du denn dazu, dass jetzt dein Freund, dein Kollege Max Koga auch bei Octagon ist? Das gibt ja einen riesen Doppelspektakel am 12., ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass Max jetzt auch hier bei Octagon ist. Ist aber auch irgendwo klar gewesen, dass er kommt. Frankfurt braucht ihn dafür oder das Waldstadion braucht ihn auch dafür, hat auch viele Fans und deswegen, das passt schon. Ich freue mich sehr darauf. Christian, letzte Frage. Geht es jetzt nach Hause zur Familie oder wird noch gefeiert die ganze Nacht? Nee, wir haben jetzt schon 2 Uhr, die schlafen schon, außer die Frau, die wartet auf mich. Und wir gehen jetzt noch in die Stadt ein bisschen feiern und dann geht es morgen nach Hause. Christian, vielen lieben Dank. Alles Gute für die Zukunft. Bis zum 12. Danke, Christian. Danke.